Ja, also wir sind das Team Hackerportal und wir hatten eine grundlegende Idee. Und zwar macht ihr nichts vor. Wenn du das Mikrofon an den Mund machst, dann hört man dich auch draußen. Wenn du das Mikrofon an den Mund machst, dann hört man dich auch draußen. Ja, okay. Cool. Ja, also wir hatten eine Vision oder übersetzt auch einfach eine Idee, nämlich, dass wir, wenn wir uns hier treffen in dieser Veranstaltung, dass wir hier besser kommunizieren können über einen Blog, über eine Website, die wir erstellt haben. Und dass es allgemein zur besseren Vernetzung von Programmierern und Hackern untereinander führen kann. Das ist so der grundlegende Gedanke. Und dabei kam dann halt noch rum, dass diese ganzen Artikel archiviert werden und später auch abrufbar sind. So, und jetzt zur Umsetzung. Das Ganze basiert auf der Hackerportal Cloud, einfach weil Cloud ein cooler Name ist. Aber natürlich, es gibt keine Cloud, sondern es ist nur der Rechner von jemand anderem. Und bei uns war das. Und bei uns war der Rechner eben ein Raspberry Pi hier im lokalen Netzwerk, auf dem läuft ein Apache. Und zwei Datenbanken, einmal für Node.js läuft MongoDB und einmal für PHP läuft MySQL. Und jetzt zur weiteren Umsetzung wird noch jemand anderes was erzählen. Genau, und zwar haben wir dann hier die Website. Genau. Und da haben wir einmal unseren schicken Beta-Login. Und dann kommen wir auch schon sogleich auf unser tolles Dashboard. Das ist die Website, dort sehen wir alle Artikel, die es bis jetzt gibt. Und man kann, insofern man die Rechte dazu besitzt, auch dann auf den Editor gehen und neu erstellen oder sich diese Artikel dann genauer durchlesen, wenn man interessiert ist. Die Ansicht ist noch temporär, die wird noch weiter ausgeschmückt und so sieht es bis jetzt aus. Eine Suchleiste gibt es auch noch, falls man was Bestimmtes finden will. Und jetzt zum Editor. Also, ich habe mich mit dem Editor beschäftigt und der funktioniert so, dass man einfach einen Titel, einen Autor und alles eingeben kann. Allerdings ist das Beste am Editor wahrscheinlich der BB-Code-Editor, hier ganz unten, wo man ganz einfach einstellen kann, ob etwas fett geschrieben werden soll oder ob auch irgendwas, keine Ahnung, einfach durchgestrichen sein soll. Der ist noch ausweitbar. Man kann Text auswählen, mit dem man dann auch direkt. Ich habe keine Tastencookies hier. Ich muss alles per Hand machen. Zum Beispiel kann man auch den ganzen Text jetzt sagen, soll unterstrichen sein. Das kann man dann alles, wenn man die benötigten Rechte hat, direkt auch hinzufügen. Oder wenn man denkt, nee, ich habe doch keinen Bock mehr, kann man auch einfach zurückgehen. Genau. Ja, meins. Nein, andere Richtung. Da. Ja. Parallel dazu ist das Problem aufgetreten, dass uns eingefallen ist, dass ziemlich viele Menschen einfach, gerade zum Beispiel hier bei Jugendhackt, PDFs auswerten, Daten daraus auslesen, für ihre Projekte benutzen und danach sind die Datensätze einfach weg. Und wir hatten halt da die Idee, eine API zu erstellen, wo man einfach diese Datensätze hochladen kann. Im Grunde einfach eine API für alle offenen Datensätze und diese dann auch wieder abrufbar sind. Genau. Und jetzt eben noch zu den benutzten Technologien, wie ich ja vorhin schon angesprochen habe. Auf der einen Seite eben PHP und MySQL für die Website, die wir mal gesehen haben. Und die ist natürlich ganz klar programmiert mit HTML, CSS und JavaScript. Und die API ist geschrieben in Node.js mit einer MongoDB und auf der REST-Schnittstelle. Ja, und jetzt nochmal kurz zu den Problemen, die wir hatten. Also erstens würden wir mehr Mate benötigen und aber auch eben mehr Schlaf, was ein Widerspruch in sich ist, da Mate Koffein enthält und wir dadurch eher wach bleiben. Das wäre eher ziemlich blöd. Des Weiteren war das Internet in dem Raum, den wir hatten, eher schlecht und nach einer bestimmten Zeit hat es uns leider unseren SQL-Server auseinandergenommen und wir hatten quasi nichts mehr und haben dann gestern Abend nochmal gefühlt von vorne anfangen müssen, haben dann heute aber alles nochmal schnell hinbekommen und ja, das war's.